Herr Huber, Sie kriegen ja im Bundestag das live mit, was da von dem politischen Gegner jetzt alles an Schimpftiraden über die AfD ausgegossen wird. Höhepunkt mit Schulz und Kahrs. Bei denen liegen die Nerven anscheinend blank, gell? Ja, absolut. Also man sieht wirklich, dass sich die SPD auf die Einstelligkeit zubewegt, weil das ist die letzte Möglichkeit für die SPD. Sie merken genau, dass auch von ihrem Klientel, von ihrem ehemaligen Klientel, muss man sagen, immer mehr zur AfD rüberwandern. Jetzt auch in Bayern, da ist jetzt die SPD wirklich in einem Tief. Und auch aufgrund der Wahlen, auch aufgrund der letzten Entwicklungen für die SPD, bleibt für sie nur noch eine Chance, uns zu dämonisieren. Und wir wissen aber, wir sind ganz vernünftige Menschen, wir sind auch junge Menschen hier in der Partei, im Bundestag, wir sind Bürger aus dem Volk, wir haben alle einen Beruf gehabt, bevor wir in die Politik gegangen sind. Wir sehen das wirklich als Notwendigkeit an, hier Politik zu machen für das Land, für Deutschland. Und das ist unsere Stärke, aber gleichzeitig auch die Schwäche der SPD, weil sie alle diese Werte verloren haben. Und wann gab es schon mal eine CDU-Kanzlerin, die von Linken und Grünen unterstützt wird? Jetzt auch in dem Fall Maaßen. Es ist ja eigentlich alles so, dass jetzt für die AfD eigentlich alles positiv aussieht, ne? Ja, Gerhard Schröder war definitiv auf einer anderen Seite als Angela Merkel. Das kann man festhalten. Das ist wahrscheinlich ein Novum in der Bundesrepublik, diese Vorgänge, die wir jetzt haben. Wir haben es vor der Sommerpause erlebt mit Seehofer und der Frau Merkel. Da gab es schon eine Regierungskrise, das hat sich jetzt noch weiter zugespitzt, obwohl die Sommerpause eben war, hin zu einer Staatskrise. Anders kann man es leider nicht mehr sagen. Es ist eine Staatskrise, weil die Behörden jetzt mit in diesen Machtkampf involviert werden. Letztendlich muss man festhalten, dass Hans-Georg Maaßen eigentlich auch nur, zwar kein Bauer, aber vielleicht ein Springer auf dem Schachfeld ist. Und das wirkliche Ziel von Merkel heißt Seehofer. Und dieser Kampf schwelt weiterhin. Und der soll laut Merkel so lange geführt werden, bis letztendlich nicht nur Maaßen, sondern auch Seehofer vom Amt entfernt sind. Und könnte es auch sein, dass jetzt auch dann das mittelfristige Ziel ist, mit einem neuen Verfassungsschutzpräsidenten möglicherweise die AfD noch stärker ins Visier zu nehmen für eine Beobachtung? Das ist dann auch der zweite Schritt im Bunde, ja. Das denke ich schon, dass das auch ein Ziel ist, jetzt hier einen Wechsel beim Verfassungsamt zu forcieren. Deswegen toben ja auch die Linken, die wir auch hier auf dem Stadtplatz wieder, auf dem Hauptplatz wieder gesehen haben. Ihnen fällt letztendlich nichts mehr ein und sie versuchen es immer mehr, andere oppositionelle Meinungen zu unterdrücken, eben als letzte Chance. Und während uns immer faschistische Methoden vorgeworfen werden, sind es genau diese Methoden, die jetzt eben die SPD im Bündnis mit den Grünen, teilweise auch mit anderen Parteien und anderen Initiativen eben anwenden, dass sie keine anderen oppositionellen Meinungen mehr dulden. Und das sind genau diese Zustände, die wir in diesem Land schon mal hatten. Ihr Bundessprecher Professor Meuthen hat ja heute leider absagen müssen. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen? Gab es irgendwelche Drohungen aus dem Antifa-Bereich? Die Antifa hat sich angeschlossen, auch heute Pfaffenhofen ist bunt. Es wurde auch aufgerufen, explizit gegen den AfD-Meuthen, also explizit gegen den Jörg Meuthen als Person. Und in diesem Umfeld, wir haben es letzte Woche erlebt in München am Marienplatz, Beatrix von Storch wurde beworfen, zwar nur mit Tomaten oder Ähnlichem, aber es ist leider nicht mehr ausgeschlossen, dass etwas anderes auch mal auf eine AfD-Bühne fliegt. Jörg Meuthen ist ein Familienvater mit 4 Kindern und ich kann es absolut nachvollziehen, was er mir am Telefon gesagt hat, dass er es in der aktuellen Situation eben nicht verantworten kann und will, eben auf offener Bühne aufzutreten. Und deswegen tritt er aktuell nur in geschlossenen Räumen auf. Der Kampf gegen rechts ist mit 100 Millionen Euro aufgeblasen. Es gibt aber keinen nennenswerten Kampf gegen Linksextremismus. Wäre das eigentlich etwas, was man jetzt forcieren müsste, dass das endlich installiert wird? Naja, wir wollen ja Gelder für gar keinen Kampf. Ja? Wir wollen, dass alle diese Gelder letztendlich wieder den Bürgern zurückgeführt werden im Sinne von Steuererleichterungen. Das Geld ist fehlangelegt. Ich selbst bin im Familienausschuss und da sind wir auch an der Quelle, weil lustigerweise im Familienausschuss werden die Gelder verteilt für den Kampf gegen rechts. Und das wollen wir wirklich austrocknen, da sind wir wirklich dran, auch in den Unterausschüssen für Bürgergesellschaft. Und da sind wir, glaube ich, an den richtigen Schalthebeln aktuell, noch in der Opposition. Aber wir sind da drin und wir können da mitsprechen. Und unser Ziel ist natürlich, dass dieser Sumpf trockengelegt wird. Und jetzt nochmal auf den bayerischen Landtagswahlkampf zu sprechen. Was glauben Sie, sind die wichtigsten politischen Felder, wo die AfD jetzt punkten kann in den letzten Wochen? Die Punkte bleiben die gleichen. Sicherheit, Bildung und letztendlich auch ein sozialverträgliches Auskommen für jeden.
Sicherheit ist klar, wir brauchen eine stärkere Polizeipräsenz, wir brauchen mehr Stellen für die Polizei, wir brauchen auch eine stärkere und eine bessere Durchsetzung der Gesetze. Wir brauchen gar nicht so sehr schärfere Gesetze in der Legislative, sondern wir müssen die Gesetze, die wir haben, eigentlich nur konsequent durchsetzen. Dann wäre gewährleistet, dass keine illegalen Migranten mehr ins Land kommen. Dann wäre gewährleistet, dass es weniger Messerstechereien gibt, weil auch mehr Asylbewerber, die abgelehnt sind, auch wirklich des Landes verwiesen werden.